Proxima Centauri, unser nächster Stern und eine mögliche zweite Erde um ihn herum? Es könnten auch mehrere Planeten sein, vielleicht zwei oder drei. Proxima Centauri ist ein sehr kleiner und kalter Stern. Auf diesem Planeten, um den es hier geht, um diese genannte zweite Erde, in Anführungszeichen, dauert eine Drehung um Proxima Centauri 11,5 Tage, circa. Das heißt, wir hätten alle 11,5 Tage Geburtstag. Alles Gute. Dieser Planet um Proxima Centauri zeigt dem Stern immer die gleiche Seite, auf einer synchronen Bahn. Das heißt, er ist synchronisiert mit dem Stern. Und der Stern Proxima Centauri hat jetzt eine Oberflächentemperatur von 2000 Kelvin. Und ist so deutlich kühler als unsere Sonne, die wir kennen. Aber auch deutlich leichter. Und was heißt das? Er hat ein deutlich längeres Leben als die Sonne, nämlich 12 Billionen Jahre, wohingegen die Sonne, die wir kennen, nur 12 Milliarden Jahre hat. Proxima Centauri bescheinen Planeten nämlich ziemlich lange mit rotem Licht. Und das ist gerade der Punkt, denn dieses rote Licht könnte zu Leben geführt haben oder wird noch zu Leben führen. Denn dieses lange Sternenleben kann gleichzeitig ein Zeichen dafür sein, dass eben eine Zivilisation, eine mögliche Zivilisation, eben auch eine lange Zeit benötigt, um sich zu entwickeln. Und es gibt nämlich eben auch Sterne, die schnell absterben. Und da ist dann meistens eine Zivilisation zu langwierig. Da kann keine Zivilisation entstehen mit solchem Stern. Aber Proxima Centauri, lange Sternleben, das heißt, eine Zivilisation könnte eben auch eine lange Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Denn beispielsweise der Mensch entstand eben erst, nachdem die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt war. Denn für uns hat die Sonne, der Stern, lang genug gelebt und wird auch noch weiter lang leben, 6 oder 7 Milliarden Jahre grob. Die Lebewesen, die nämlich dann später entstehen, die könnten beispielsweise auf einem Planet um Proxima Centauri entstehen. Denn dieser hat eben diese 12 Billionen Jahre Sternleben. Und so ist er nämlich vielleicht der Stern für eine mögliche neue Erde. Und wie kann man das erkennen? Ist dieser Planet erdähnlich? Und man müsste so die Atmosphäre prüfen. Ihr kennt die Atmosphäre aus unserer Erde. Ja, vor allem das Kohlenstoffdioxid-Problem im Moment. Wie untersucht man jetzt eine Atmosphäre? Wir haben ein neues Teleskop in Chile. Das ist das größte Teleskop der Welt, 39 Meter Spiegelradius. Und Proxima Centauri kann eben so beobachtet werden durch dieses Riesenteleskop auf Chile. Und das heißt, wir beobachten jetzt den Planeten mit dem Stern. Wir schauen uns einmal das Spektrum des Sterns mit Planet an und einmal das Spektrum des Sterns ohne Planet. Also quasi das, was dieser Stern abscheint, wenn man so will. Und die Differenz beider Spektren, also die Planet mit Sternspektrum und das Spektrum Stern ohne Planet. Haben wir die Differenz beider Spektren, ist das Spektrum der Atmosphäre. Und so, wenn das Sternenlicht durch die Atmosphäre gelangt, kann man die Bestandteile der Atmosphäre leicht erkennen. Und was fragt man sich da? Was kennen wir von der Erde? Die Menschen, wir brauchen Sauerstoff. Und ist es vielleicht da Wasser oder Sauerstoff, wir brauchen ja natürlich auch Wasser, was ist dieses beide da in der Atmosphäre? Das wäre natürlich ein Knaller. Und wenn man dann freien Sauerstoff sogar finden würde, weil wir wissen, in Wasser ist gebundener Sauerstoff, H2O, oh ja, da klingelt's, hätten wir jetzt gebundenen Sauerstoff in dieser Atmosphäre, wäre ein Lieferant benötigt. Und warum? Weil Sauerstoff sonst verrosten würde. Sauerstoff ist, wie wir kennen aus dem Periodensystem, ein sehr reaktionsfähiges und reaktionslustiges Material oder Element. Das heißt, er würde sonst verrosten. Und warum denken wir das, dass Sauerstoff eben nur frei sein kann, wenn ein Energielieferant oder ein Lieferant für diesen möglichen Sauerstoff da ist? Denn wir, die Welt, wir sehen uns als kosmischen Durchschnitt. Und so denken wir auch, dass alle Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, eben auch überall im Universum gültig sind. Nämlich, weil wir der kosmische Durchschnitt sind. So sehen wir uns. Das heißt, wenn es einen Lieferanten gäbe auf diesem Planeten um Proxima Centauri, müsste beispielsweise es einen Prozess geben, der genannt Photosynthese wird. Und das wäre natürlich ein Knaller, wenn es das geben würde da. Doch sei es drum, wenn wir das alles wissen jetzt, wir müssen ja auch dahin. Und wie fliegen wir dahin? Weil es sind immerhin 4 Lichtjahre. Und da fragt man sich, kann man zuerst Sonden hinschicken? Die brauchen natürlich dann auch eine lange Zeit, denn ein Lichtjahr sind 63.400 astronomische Einheiten. Astronomische Einheit ist klar, 150 Millionen Kilometer.
Das ist ganz grob gesagt die Entfernung Erde zur Sonne, also zu unserer Sonne. Und das heißt, es wären 240.000 astronomische Einheiten weit weg, dieser Stern, weil wir 4 Lichtjahre haben. Und ein Lichtjahr noch, erinnert, 63.400 astronomische Einheiten, genau. Das heißt, dieser Stern ist weit, weit weg, vielleicht viel zu weit weg. Doch, wir können ihn erreichen, durch Generationenraumschiffe beispielsweise. Denn so eine Reise könnte 40 oder 45.000 Jahre dauern, wahrscheinlich noch länger. Man muss ja erstmal die Technik und alles entwickeln und die dann auch anpassen. Und wenn das wirklich so lange dauern würde, sagen wir mal grob 45.000 Jahre, es wäre zu lange. Selbst für ein Generationenraumschiff. Ob sich das so halten würde, ob man da nur Geld rausschmeißen würde dafür, so wird es wahrscheinlich laufen. Das heißt, wenn man das Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würde, wäre das schon eher. Ne? Wir kennen die Lichtgeschwindigkeit, 300.000 Kilometer pro Sekunde, wäre natürlich sehr, sehr schnell. Doch das ist gerade der Punkt. Fliegt man mit Lichtgeschwindigkeit, kommt alles, was im Universum ist, sogar jedes kleinste Staubteilchen, ebenfalls mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zu. Und das ist riskant. Da kann es richtig knallen und richtig wehtun. Da kann passieren, dass dich ein Staubteilchen sogar töten kann. Und das wäre es. Das heißt, wir kommen zum Entschluss, es wäre zu riskant, im Moment einfach so zu fliegen. Wir müssen erst unsere Raketen aufrüsten und dann kann die Reise schon Richtung Proxima Centauri und seine Planeten beginnen.